Ich grüße dich und wisst ihr, ich hab Wut. Ich hab richtig Wut. Ich bin krantig, ich bin sauer, ich bin, nennen wir es mal so, richtig fies angenagt. Kam heute früh so, kleine Meldung. Man kriegt das ja immer so durchgestochen, Messenger, ne, so. Die Chinesen haben wieder mal so hier uns eine Info gegeben. Was haben sie geschickt? Das hat was damit zu tun. Das werde ich euch jetzt mal erklären. Das hier ist ein Netzteil, das ist auch ein Netzteil. Das hier, das kennt ihr schon, ne? Mal ein kleiner Seasonic. Bolide 1200 Watt, Platin, das ist ja der Nils. Hier liegt so ein Trade Power von Be Quiet, das ist, nennen wir es mal Oleg. Das Ding und das Ding, die kommen ja beide von einer vollkommen anderen Familienparty. Trotzdem haben diese beiden Netzteile ein was gemeinsam. Wisst ihr auch was? Sie sind momentan nicht zu kaufen. Oder besser gesagt, man kriegt sie schon. Dann sind sie aber teuer. Was das Blöde ist, und das hat was mit dieser Nachricht von heute früh zu tun, die werden bald noch teurer werden. Und warum? Hier ist ein Aufkleber drauf, hier auch übrigens. 80 plus Platin, dann gibt es welche mit Gold, dann gibt es welche mit Silber, Bronze, Blech, wie auch immer. Mir kommt schon fast hoch, wenn ich alleine darüber nachdenke, was dort für Geld gemacht wird. Also diese 80 plus, die muss ich euch mal erklären, die machen diese tollen Zertifikate. In jeder dieser Firmen sitzt natürlich so ein Marketing-Heini, der sagt, wow, wir können unsere Netzteile ja nur verkaufen, wenn dann so ein Logo drauf ist. 80 plus Logo, mindestens ein Gold-Logo für die Mittelklasse und alles andere verkauft sich wie geschnitten Brot, Hauptsache es klebt Platin drauf. So, ohne diesen Aufkleber verkaufst du eigentlich heute marketingtechnisch überhaupt kein Netzteil mehr. Total unnötig, ist unnötig wie ein Kropf, kostet sinnlos Geld, aber es muss halt drauf. Das ist genauso ein Schwachsinn wie dieses Hi-Res-Audio-Logo da auf diesen ganzen Kopfhörern oder wo sie es auch mal draufkleben. Kinder, das war mal für Plattenspieler gedacht, hat sich Sony gedacht, oh, mach mal so ein kleines Zertifizierungsteilchen. Das Logo dürft ihr bei uns kaufen, zertifizieren könnt ihr sogar selber. Die dürfen die ja selber testen. Sie müssen ein bisschen was einhalten und ansonsten sind sie selber dran schuld. Das hier ist zwar nicht ganz so extrem, aber fast. Das erkläre ich euch mal, wie 80 Plus funktioniert. Den Aufkleber kennt ihr, die Geschichte dahinter bestimmt nicht. Ich mache es ein bisschen einfach. Diese Zertifizierung, das ist wie der TÜV, das ist wie so ein moderner Abmahnverein, die geben dir einen Persilschein. Die sagen, okay, lieber Hersteller, nimm du jetzt bitte dein Netzteil, das hast du gerade frisch produziert. Ach, du bist bei uns noch gar nicht registriert. Da kommen erstmal 5000 Dollar Erstregistrierung, weil sonst reden die ja gar nicht mit dir. Zahlst du erstmal, ja, insert Coin, dein kleines Beitrittsgeld. Dann darfst du mit der 80 Plus reden und verhandeln. Jetzt kommt der Chef von Nils und sagt, ey, ich möchte ja den Nils zertifizieren lassen. Sagt der 80 Plus, können wir machen. 6.000 US-Dollar nur dafür, dass wir das Ding jetzt mal angucken. Bis jetzt sind es noch 2.000 Dollar ab 2021. 6.000 Dollar. 6.000 Dollar heißt also 300%, das Dreifache von dem, was es gerade kostet. Geil. Gelddruckmaschine, sage ich da bloß. So, dann schickt der Chef von Nils zwei kleine Nilse zur 80 Plus. Die legen keine Hand drauf, sondern die stecken zumindest ein paar Stecker rein, messen es mal kurz durch und sagen, ja, die Zertifizierung, die kriegt er, weil die Norm, die wir uns hier so ausgedacht haben für das 80 Plus, zum Beispiel Platin, hat es erfüllt. Dann sagt der Vater von mir, Geilomat, na? Schön, jetzt haben wir hier natürlich ein Platin drauf. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Es gibt auch andere Firmen, Brands, die verkaufen zum Beispiel Grafikkarten. Oder die verkaufen irgendwas anderes noch mit und sagen, wir brauchen auch Netzteile. Momentan muss man einfach Netzteile haben im Angebot. Das ist der heißeste Scheiß. Ohne Netzteile können wir nicht überleben. Wir brauchen Netzteile. Wir können sie zwar nicht herstellen, die kaufen wir zu. Das sagt der OEM, also der Vater von Nils. Schön. Kommt mal alle her. Ich habe für euch hier die Nils-Plattform. Die können wir natürlich für euren Geschmack modifizieren, also anpassen. Wir können das Gehäuse ändern, wir können einen anderen Lüfter einbauen. Und dann sagt der Kunde, ja, wir müssen ja noch da und da ein bisschen was zahlen, es wird zu teuer und kannst du es nicht ein bisschen billiger machen? Dann sagt der OEM, warum nicht? Machen wir es halt billiger. Machen wir ein paar billigere Kondensatoren rein, nehmen billigere Kabel, die können auch ein bisschen dünner sein. Ob, Achtung, übrigens, ne, ihr wisst ja, was ist 80 plus Platin, ne? Effizienz. Erreichst du mit den dünnen Kabeln überhaupt noch die Effizienzvorgaben? Na gut, dann machen wir andere Kondensatoren. Restwelligkeit, Schönes Thema, aber leider auch im Zertifikat mit inbegriffen. Und dann aktive Bauelemente, da kann man auch Geld sparen. Kinder, da ist so viel Kohle einzusparen. Machen wir es doch mal noch eine Runde billiger.
Alles kein Problem, kann man tun, kann man machen. Nur ist es dann nicht mehr zwingend ein 80 plus Platin. Dann ist es vielleicht ein Gold, es wird auch nicht kaputt gehen. Aber es ist nicht das, was hier noch gerade eben draufklebte. Jetzt kann ich aber als dieser zum Beispiel Grafikkartenhersteller oder Marmeladenanbieter oder wie auch immer, der jetzt Netzteile glaubt zu brauchen, kann ich hingehen und sagen, ich will aber auch diesen kleinen Aufkleber da drauf haben. Du hast den ja auf deiner Plattform, jetzt will ich den auch. Dann sagt der Chef ja, da geht doch zu 80 plus. Das macht er dann auch, geht zu 80 plus. Du, ja, klopft an der Tür, sagt du 80 plus, Moment, mit dir rede ich nicht, ich kriege erstmal 5000 Dollar. Wir erinnern uns. Sagt er, zahlt denn die 5000 Dollar und sagt, okay, aber jetzt redest du mit mir. Ja, was hast du denn? Ich habe hier ein rebrandetes Netzteil. Das ist basiert auf der Basis XYZ vom Hersteller ABC. Ist also die Plattform, ist ja schon mal zertifiziert bei euch, aber ich hätte gerne dieses Zertifikat auch. Da sagt die 80 plus, naja, sparen wir uns mal die DHL, ihr braucht das gar nicht herschicken. Wir müssen das gar nicht testen. Habt ihr modifiziert? Pff, interessiert mich doch nicht. Also ist die Plattform XYZ. Also können wir das jetzt auch mal labeln. Aber ich kriege von euch für jedes Modell, was er auf den Markt bringt, also von jeder Modellreihe, ja, wo er das draufklebt, 3.500 Euro. Das waren mal 1.000, jetzt haben wir es dreifache. Ups, auch das kostet natürlich richtig Geld. Jetzt hat sich aber dieser Grafikkartenhersteller gedacht, naja, wir haben verschiedene Grafikkarten. Ich biete mal 550, 650, 750, 850, 1000, 1200, weil das sind schon mal sechs Stück. 6 mal 3.500 Euro. Geile Geschichte, 21.500 Euro. Die werden erstmal fällig, bevor hier dieser kleine Aufkleber draufkommt. Plus die 5000 Euro Eintrittspreis für die Loge derer, die da überhaupt kleben dürfen, sind wir schon bei, rechnet mal, 26.500 Dollar, ohne dass jemals auch nur ein geklonter Nils verkauft wurde. Das ist schon mal fällig. Wenn jetzt dieser kleine Grafikkartenhersteller gar nicht so viele Stückzahlen verkauft, lass dir mal 20.000 Stück verkaufen, sind das schon mal 1 Dollar, die man mehr zahlt für dieses Netzteil. Die summieren sich natürlich dann auf in dieser ganzen tollen Kette. Wir haben so eine kausale Kette bis hin zum Handel. Da werden dann vielleicht auch so 2, 3 Dollar draus, die es dann immer teurer wird, weil, so, klingt nicht viel, ist aber viel. Ist in der Industrie mit diesen Stückzahlen ein richtiger Haufen Kohle. Vieles wird ja auch vorfinanziert, also wir haben noch die Finanzierungskosten. Das Ganze kommt dann oben noch mit drauf und siehe da, schwuppdiwupp, man merkt es wirklich am Preis. Das ist auch der Grafikkartenhersteller. Naja, ach, die Dinger gehen ja eh, es ist ja knapp. Was Knappes lässt sich auch so verkaufen. Ich reiche also mal die Zertifizierungskosten für diesen kleinen bunten Aufkleber mal einfach so durch. Auch das geht. Das heißt, im Endeffekt ist der Kunde der Dumme und der Kunde zahlt drauf. Also im Endeffekt, ihr, du, die da hinten auch noch, ihr alle zahlt dafür, dass diese Organisation gerne mal das Dreifache von dem haben will, was sie sich gerade noch schnappen. Und selbst das ist schon viel. Ja, die machen ja nichts weiter. Die nehmen das Ding, gucken sich das kurz an, stöpseln da ihre Komma dran, gucken, ah, Zertifikat, gibt 2 Effizienz, alles wunderschön. Und da ist es sogar noch extra. Wenn du das Messprotokoll von denen haben willst, zahlst du auch noch mal. Wenn du dein Netzteil wiederhaben willst, zahlst du auch nochmal 100 Dollar pro Netzteil bloß dafür, dass es dann wieder zurückkommt. Grandios. Das ist Gelddruckmaschine. Wirklich Gelddruck à la Bonheur. So muss das funktionieren. So eine Firma mache ich auch mal auf. Und das Lustige ist, es gibt ja Firmen, auch Zertifizierungsstellen, wie gesagt, Organisationen oder einfache Companies, die sowas machen, die haben auch Zertifikate. Die testen das aber wirklich richtig und die testen sogar noch mehr. Die testen zum Beispiel die Lautstärke, also die Geräuschemission, die testen natürlich die Effizienz. Da gibt es noch so ein paar elektrische Parameter, die auch mit berücksichtigt werden. Du kriegst da noch ein richtiges Messprotokoll. Man kann das alles öffentlich einsehen. Da ist auch noch Transparenz. Gibt es Firma Cybernetics? Schon mal gehört? Ich glaube, Asus lässt da auch ab und zu mal was testen. Aber so richtig groß sind die noch nicht. Und das Problem ist, das Marketing von der Firma XYZ, was hier gerade so ein Dings da hat sich klonen lassen und die 3.500 Dollar fürs Zertifikat abgedrückt hat. Die wollen vielleicht gar nicht, dass hier getestet wird und das richtig getestet wird. Und wisst ihr auch warum? Wenn ich heute für ein nicht getestetes, abgespecktes Netzteil ein vollwertiges Zertifikat bekomme, dann habe ich doch aus Marketing-Sicht, also wenn ich jetzt hier der Verkäufer bin, ich bin Sales und will das Zeug verscheppern,
habe ich doch viel mehr davon, als wenn ich es jetzt ehrlich testen lasse und es war zurückgestuft zum Beispiel auf den Level eines 80 Plus Goldnetzteils. Gut, Zertifikat heißt dann anders und der Aufkleber sieht ein bisschen anders aus, aber ich bin plötzlich eine Stufe tiefer. Da wäre ich doch blöd, also ich als Marketingmensch doch nur. Ich kaufe mir lieber das gefakte Ding. Ich weiß ja noch nicht mal, ob es gefakt ist oder nicht. Ich weiß auch noch nicht mal, ob es die Norm überhaupt einhält oder nicht. Das ist jetzt so das hüpfende Komma. Also der springende Punkt, wo ich sage, hier muss man irgendwann Schluss sein, Kinder. Und ich kann euch nur empfehlen, legt jetzt nicht zwingend den Augenmerk auf diese tollen Aufkleber, ob das jetzt 80 plus Gold, Silber, Platin, Bronze, irgendwas ist. Schaut auf die Qualität, schaut euch unabhängige Reviews an. Also nicht, wo einer nur die Hand drauflegt, beziehungsweise vor die Hand aufhält, damit er die überhaupt die Hand drauflegt und dann so ein bisschen quackert. Naja, guckt euch die Reviews an, wo richtig gemessen wird, wo ihr die Rippelströme habt, wo ihr mein Crossload-Verhalten kriegt. Das alles bitte, das müsst ihr euch anschauen. Da gibt es einschlägige Webseiten, die das alle machen. Da guckt man einfach mal rein und dann weiß man auch, ob man so ein Nils oder ein Oleg oder was weiß ich, wie die Dinger alle heißen, kaufen kann. Oder besser dann auch nicht, weil dieses Zertifikat hier an der Seite, das sagt überhaupt nichts. Gar nichts. Es ist aus meiner Sicht überhaupt nichts wert. Das solltet ihr euch mal sacken lassen, bevor ihr wieder 12 Millionen von euren sauer ersparten Euros ausgebt für irgendein Pseudo-High-End-Netzteil, was es dann vielleicht am Ende gar nicht ist. Aber das Marketing freut sich, weil dieser bunte Aufkleber hat mal wieder seinen Zweck erfüllt. Damit bin ich auch schon durch. Bitte Homepage gucken. Ich habe unten das komplette Dokument nochmal verlinkt. Ist also auch in dem heutigen Review in den News mit drin. Könnt ihr es nochmal durchlesen. Diese ganze Frechheit, schöne Buchstaben von Anfang bis zum Ende. Geht rein, lest euch durch. Dann kriegt ihr so einen Hals. Mein kleiner Salvatore, der ist jetzt ganz tiefenentspannt und sagt Tschüss. Ich gehe wieder runter arbeiten, weil ich sage euch auch Tschüss. Und so als kleinen Spoiler, ich habe heute von der DHL, guckt mal da, habe ich ein Paket gekriegt. Ihr wisst das so bei Amazon, ne? Wenn ihr was kauft. Achtung, Achtung, wenn ihr das als Geschenk plant, die Verpackung gibt schon Aufschluss über den Inhalt. So verschickt manchmal jemand eine Grafikkarte, die es noch gar nicht offiziell gibt, nämlich erst ab dem 25. Jeder kleine DHLer, Zolllutscher, Zollstift kann da reingucken, sieht schon drauf, wow, was da drin ist. Naja, die war auch schon mal aufgemacht, umverpackt, wieder zugeklebt. Viel Spaß, ich werde sie testen. In dem Sinne, das war's für heute. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns die Woche garantiert nochmal. 40. Tschüss.